Ja, das hört sich absolut so an. Serge. Das ist ihr Anführer. Sein Name ist Mega Man X. Muss ich weiter drücken? Schein. Violin. Die, die ihn unterschätzt haben, sind jetzt nur noch Schrott. Agile scrollt super schnell, das ist ja seltsam. Wir machen nicht den gleichen Fehler. Er ist mächtig. Aber er ist blind gegenüber dessen, was um ihn herum passiert. Unsere Mavericks werden ihn beschäftigt halten, so lange bis wir bereit sind. Ja, wie läuft der Plan voran? Die Sammlungen laufen wie geplant vonstatten. Allerdings haben wir gewisse Probleme mit dem Kontrollchip. Wir haben nur wenig Zeit. Wir müssen die Konstruktion rechtzeitig fertigstellen. Wir müssen uns beeilen. Okay, also die bauen irgendwas und es gibt wieder Passwörter übrigens, wie immer. Die bauen irgendwas und haben Passwortprobleme. Passwortproblem? Was ist denn mit mir gerade passiert? Hallo, Küche, da steht meine Kaffeetasse. Was geht ab? Kontrollchip-Probleme. Okay, wir haben wieder die Level-Auswahl. Was für ein Level wählen wir uns aus? Habe ich nicht irgendwie noch einen anderen Knopf, wo ich mir noch... Nein, ich will noch nicht auswählen. Okay, ich kann anscheinend nicht irgendwie noch eine andere Ansicht auswählen. Nee, mit Start werde ich auch aus. Okay, also. Wir haben den Wetterkontroll-Level, wo der Boss der Wire Sponge, also der Kabelschwamm ist. Der Kabelschwamm? What the fuck? Den Roboter-Schrottplatz-Level, dort gibt's die Morph-Motte. Den Vulkan-Level, dort gibt's den Flammen-Stack, das heißt irgend sowas wild, so ein... Kein Hirsch. Irgend sowas Hirschiges, sagen wir es halt. Zentralcomputer-Level, den Magna Centipede, also ein Tausendfüßler. Energiekristall-Level, wie auch immer. Also die Kristallschnecke. Ja, es gibt eine Schnecke. So langsam wissen sie nicht mehr, was für Tiere sie nehmen sollen. Dinosaurier-Panzer-Level. Der Real Gator, also der Radalligator. Die Tiefseebasis. Die Bubble Crab. Also die Blubbelkrabbe. Es gibt wieder ein Wasser-Level. Und den Wüsten, die Wüstenbasis und den Overdrive Ostrich, also ein Strauß. So, sehr gut ist natürlich, wie lange habe ich das Spiel jetzt ehrlich nicht gespielt? Lass mich nicht lügen. 10 Jahre. Ja, bestimmt. Also ich habe keine Ahnung mehr von den Schwächen von irgendwem. Alles was ich weiß ist, hey, guck mal, hier ist so ein Bike im Bild. Und ich weiß, in dem Level kann man Bike fahren. Gehen wir Bike fahren. Boah. Hightech. Das ist der Strauß. Fahren wir Bike. Das ist cool. Okay. Also wir fahren auf der Autobahn. Und da... Warum ist der da durchgekommen? Ich kann das nicht. Sorry. Kann man da hoch? Nee. Wir müssen natürlich schon direkt anfangen, böse Skorpione. Böse Skorpion, au! Direkt anfangen, nach Geheimnissen zu suchen, denn ich will natürlich wieder alle haben. Und da wäre schon eins gewesen. Soll ich intelligent sein? Habe ich noch einen Bleistift hier? Hab ich noch einen Bleistift hier? Ja, das war meine Mystik-Schüssel, das ist mein Schlüssel. Da ist Papier und Bleistift. Also, wir sind jetzt sehr intelligent und wir schreiben jetzt... Ostrich... Anfang. Steine. Ha. Jetzt vergesse ich das nämlich nicht. Jetzt schreibe ich mir jedes Mal auf, wenn ich irgendwas Tolles sehe. Ich hätte nämlich irgendwie gern wieder alles. Das hat mir Spaß gemacht, dass ich alle Teile hatte. Und wir fahren mit unserem tollen Bike. Ich kann übrigens auch umdrehen. Und ich kann sogar schießen. Mit meinem Bike. Mein Bike kann schießen. Autsch. So, ich hau gerade die ganze Zeit links oben. Nein. Ich sehe da doch was. Nein, noch mehr Steine. Okay.
Also, noch weiter Ostrich. Direkt mit Bike oben. Dann weiß ich genug, was los ist. Schraube ich auch noch hin, Rad. Stein. Okay. Alles ist gut. Und da ist eine Rampe. Oh, oh. Physik. Was ist jetzt geschehen? Tja, ich glaube, da müsste ich eigentlich noch fahren. Kann ich ein neues Bike holen? Nein, ich kann kein neues Bike holen. Das sieht jetzt blöd aus. Ich glaube, wir sterben das erste Mal. Die Chancen stehen gut. Und... Olle! Nein, wir sterben noch nicht. Ey, ey, gib her. Ich will auch was. Ich will ein neues Bike. Hier ist ein Sandsturm. Übrigens, ne? Wollte ich mal erwähnt haben. Oh, ich spiele... Ah, danke schön. Ich spiele fantastisch. Es ist eine Freude, mir zuzusehen. Das ist ein Sandsturmgenerator. Wenn man ein Bike-Run crasht, dann geht's kaputt. Das war doch gerade Waffenenergie. Muss beides gleichzeitig gewesen sein. Also ein Teil Waffenenergie unter dem Ding. Nee, Lebensenergie unter dem Ding Waffenenergie. Hier wäre unser Bike spätestens kaputt. Und hier ist nichts. Und hops. Ich glaube, ich würde da gerne hoch. Oh ja, da würde ich gerne hoch, aber ich weiß nicht wie. Gut, solange es nur ein Leben ist, schreibe ich es nicht auf, das ist ja blöd. Hier ist nichts. Ah, oh, ich bin im ersten Level und mein Dashfinger tut jetzt schon wieder weh, weil ich natürlich genau die gleiche Verrenkung mache wie letztes Mal. Oh, ich erinnere mich, ja. Wenn ich jetzt noch mein Bike hätte, könnte ich hier rüberfahren. Oder wenn ich irgendwas anderes hätte, womit ich auf Stacheln laufen kann. Und... Herzcontainer, nennen wir es mal. Also, nochmal Ostrich Stage. Nach Bike. Stacheln. Okay. Hallöchen. Was bist denn du? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist da so viel. Ich muss ja ewig viel aufschreiben. Also nochmal nach Bike. Ja, was schreibe ich da auf? Komische Wand, oder wie? Wandblöcke. Macht das Spaß, wenn man systematisch dran geht, oder? Oh, hallo. Nein. Ja, ich bin schlau. Okay. Bosszeit. Den Level hätten wir endlich. Endlich mal. Und... Ja. Raketen. Heißt mehr Raketen? Nein, heißt... Wir kommen weiter. Wir heben ab und wir schießen die Rakete mit Gewalt kaputt. Und jetzt ist sie wieder kaputt. Es gibt einen Nachteil im Plan. Genau das. Da ist der Strauß übrigens. Seht ihr, da hinten rennt er dabei und da kommt er gesprungen. Okay. Huch. Entschuldigung, ich wollte es wiedersehen. Hallo Strauß, was kannst du eigentlich außer rennen und springen und... Wow! Wow! Wo ist er? Wow, da ist er. Ey! Warum springst du genau auf mich? Was wird das jetzt? Oh, dann kann der auch noch schießen. Nein! Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Das sieht ganz schlecht aus jetzt. Gerade so. So, und da springt er und ich war in Bewegung. Ha! Nein, Mist! Okay, also ich kann nicht ausweichen von den Dingern. Hey, ich mache ganz, ganz viele coole Wirbel, wenn ich sterbe. Also mit ich kann nicht ausweichen, meine ich... Oh, der Bosskampf startet sofort. Ich kann nicht komplett weg aus dem Wirkungsbereich. Ich muss schauen, dass ich dazwischen komme. So, dann spielen wir weiter.
Huch! Jetzt macht er ganz neue Sachen. Komm. Ah. Wo ist er hin? Dann rennt er immer weg, ne? Wow, 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 wow. Okay, einfach einen kleinen Schritt nach rechts, wenn die Dinger kommen. Yep. Au. Ja, ich würde sagen, ich habe einen Plan von dir im Sack, mein Freund, oder? Dumm gelaufen. Egal. Der kriegt mich trotzdem immer. Komm, Vogelstrauß, sowas wie dich würde ich essen. Gestern Abend habe ich noch Känguru gegessen. Das war lecker. Ja, ich habe wirklich Känguru gegessen. Beim Mongolen-Buffet gibt es Kängurufleisch bei mir. Mhm. Ist eigentlich, ja, Fleisch, ne? Schmeckt nach Fleisch. Schaut das mal cool aus. Wir kriegen diese kleinen Dinger. Sonic Slicer. Fallschlitzer. Könnte man sagen.